So, das ist ein Notruf, weil wenn man solche Pilze findet, muss man die direkt verarbeiten. Und deswegen zeige ich euch jetzt das simpelste aller Rezepte: Steinpilz-Bruschetta. Das war's schon. Ich nehme natürlich jetzt für euch die schönsten. Ne? Geputzt sind die. Einfach nur schön schneiden. So, dann sind die Vorbereitungen fast abgeschlossen. Das ist wirklich so simpel. Aber das ist wieder mal, belegt mal wieder, die einfachsten Sachen sind die besten. So, dann brauchen wir etwas Knoblauch. Da reichen, sagen wir mal, 2 Zehen. Darauf achten bitte den guten. Und es gibt wirklich heute an jeder Ecke super Knoblauch zu kaufen. Ne? Das ist eine Wohltat. Oh, herrlich. Und dann stinkt man auch nicht wie ein Iltis, sondern es ist einfach frischer Knoblauch. Ich nehme noch eine. Der ist so gut. Hier, der ist noch frisch. Der hängt da in der Haut drin, in der Schale. Das ist XXL Knoblauch. Man könnte den auch so naschen, aber das ist dann wirklich heftig. Ne? Einfach nur grob klein schneiden. So, bleibt kurz liegen, bleibt kurz liegen, ist vorbereitet, weil jetzt machen wir noch einen Salat dazu. Und Salat ist ja auch, also ganz tiefenentspannt. Etwas Salz, Zucker, schwupp, auflösen mit etwas Essig. Die Reihenfolge ist wichtig, weil im Öl löst sich der Zucker und das Salz nicht auf. Deswegen erst mit der Flüssigkeit rühren, bis sich Salz, Zucker aufgelöst hat. Dann einen Schluck Öl dazu. Und das ist quasi die Basis Vinaigrette. Das emulgiert sogar ganz leicht, aber das setzt sich wieder ab. Das macht aber nichts. Wir kippen es so über den Salat drüber. Der Salat wird bestehen aus. Das ist nämlich das Nächste. Das sind knackige Gärtnersalate. Und man hört schon, die haben wirklich Biss, weil das ist jetzt ein Frisilee. Das ist ein krauser Eisberg. Und man hört es schon, weil die wachsen ja immer noch draußen, obwohl es schon so kalt ist. Das ist ein Radicchio. Auch der wächst hier in Sachsen. Ich habe das von Findeisen. Dann nehmen wir einfach mal so eine Schale. Dann ein paar Sprossen. Und heute Morgen frisch geholt vom Adam. Sämlinge. Das sind also Radieschenkeimlinge. So. Und hier machen wir dann das Dressing drauf. Aber nur jetzt muss ich noch was holen, weil ich es gerade vergessen habe. Ich habe an alles gedacht, dachte ich. Aber Kümmelsalz fehlt. Das hole ich kurz und dann Finale. So, und da sind wir schon soweit. Das heißt, wir zünden den Reaktor. Zuerst etwas Baguette, dann Olivenöl. In dem Olivenöl erstmal der Knoblauch angebraten, damit das Aroma bekommt. Dann braten wir da drin die Brotscheiben. Und das Schöne ist bei Steinpilzen, wenn man jemanden kennt, der Pilzsammler ist, dann kriegt man wirklich die ausgesuchte Ware. Und dieses Glück habe ich. Gut, ich besteche den Menschen auch mit Kaltgetränken, aber das ist halt auch Eigennutz, ne? Also nicht bloß die schönen Pilze, sondern das Getränk. Ich lade ihn ja nicht bloß ein, ich trinke ja selber mit. Und deswegen ist das eine sehr, sehr gute Partnerschaft. So, man sieht jetzt hier, dass noch nichts passiert. Aber das macht auch nichts. Ich könnte ja in der Zeit dann doch schon mal den Salat anrichten, bis es anfängt zu brutzeln. Das heißt, hier noch mal ganz kurz: dunkler Balsamico-Essig, Olivenöl, Salz, Zucker. Mehr brauchen wir nicht. So, über den Salat drüber. Und damit wir dann wirklich nur Bruschetta essen und das ablaufende Dressing, man macht es extra, extra, damit es eben nicht auf dem Teller rumläuft, weil wenn der Essig dann das Dressing ins Brot läuft, ist das unsexy. Und was ich noch mit einbringen wollte, das liebe ich auch im Herbst, wenn die Steinpilze kommen, also quasi so Ende September, Oktober, das ist jedes Jahr unterschiedlich. Und dieses Jahr war ein fantastisches Steinpilzjahr, wenn die Gurken zu Ende gehen und dann beim Gärtner überall diese kleinen Dinger rumliegen. Ich liebe das. Ja, das sind also keine Mini-Gurken, das sind einfach Gurken, die nicht mehr reif geworden sind. Die sind besonders knackig, sehen gut aus. Ha, zack, fertig. So, jetzt können wir quasi hier drin das Brot braten. Herrlich. Das ist so ein Aroma. Und wir haben hier keinen Schnickschnack. Wir haben eine Pfanne, wir haben Öl. Also da reicht doch zu Hause ein einfacher Plattenherd. Ja, da braucht man keinen Dämpfer, nichts. Man braucht einfach nur gute Zutaten, gutes Olivenöl in dem Fall, frischer Knoblauch, Brot, Baguette. Das haben wir gestern gebacken. Also da tut es auch mal ein etwas älteres Brot. Wenn er so langsam Farbe annimmt, gut, in dem Fall können wir schon mal, weil die Pfanne sehr groß ist, mit den anderen Pilzen anfangen. So, schön braun wird's.
Hervorragend. Ach, ist das feierlich. Wie gesagt, das geht auch mit Austernpilzen. Geht das wunderbar, weil die auch schön flach sind. Man kann auch mittlere Champignons in Scheiben schneiden. Aber mit Steinpilzen ist es natürlich einfach mal die Ideallösung. Jetzt kommt zum Einsatz gemahlener Kümmel und Salz, 1:1 gemischt. Und Pilze saugen natürlich, nein, nicht saugen, das klingt so brutal, nehmen etwas Öl auf. Aber das macht gar nichts, es ist ja gutes Olivenöl. Und da wir hier mit einer Hitze arbeiten, wo kein Fett verbrennt, ist es natürlich unglaublich gesund auch. Und Olivenöl kann man heißer erhitzen, als viele glauben. Obwohl es nativ ist, macht das sofort grad mit. Der Knoblauch ist halt weich, sieht trotzdem noch gut aus. Die Steinpilze sind gebraten, die sind gewürzt. Wir können eigentlich jetzt schon anrichten. Wir nehmen das Brot. Die eine lasse ich übrig, die ist für mich. Und jetzt legen wir das ganze Kleinzeug unten drunter. Und dann sieht es in erster Linie, muss es schön aussehen. Und wenn einer daneben fällt, macht das überhaupt nichts. So, Knoblauch. Auch das Schöne daran, wenn er grob geschnitten ist und sagt einer, ich mag eigentlich gar keinen Knoblauch, dann kann er den zurücklassen. Mit den Pasten, mit den Dingern wird es natürlich schwieriger. Und jetzt gucken wir mal, was die schönsten Scheiben sind. Und die kommen unten drunter, oben drüber. Ja, die sind alle schön geworden. Was für ein Ding, ne? So, ich möchte gleich reinbeißen. Das verhindert natürlich, dass es so heiß ist. So, wir haben ein garantiert gesundes Essen. Pilze, Brot, Knoblauch, Salat. Das ist nicht zu toppen. Geht nicht gesünder, es geht nicht einfacher, es geht anders lecker, aber das ist eine geniale Kombination. Und ich muss sagen, olé, bon appétit, Steinpilz-Bruschetta. Nee, in dem Fall sind es Steinpilz-Baguette-Scheibchen. Gebratenes Brot mit Steinpilzen. Also wie gesagt, auch Fantasie ist auch bei der Namensgebung keine Grenze gesetzt. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de